Das Metaverse. Viele Science-Fiction-Filme wie Ready Player One oder Matrix spielen auf die digitale Realität an und sind damit Teil der Popkultur geworden. Doch was genau ist das Metaverse und ist es wirklich realisierbar? Das Metaverse stellt eine neue Art der Interaktion und Kommunikation der Menschen dar. In ihm fallen die Grenzen nicht nur zwischen den verschiedenen Plattformen, sondern auch zwischen der virtuellen Welt und ihren Nutzern. Plattformen wie Websites, Chats, Communities und Games verschmelzen zu digitalen Welten, in denen die Nutzer sich frei bewegen und ein Teil davon werden können, statt nur passive Konsumenten zu sein. Aktuell ist das Metaverse vor allem noch eine Hypothese. Trotzdem gibt es bereits einige Kernattribute, die es auszeichnen. Das Metaverse ist fortlaufend. Es wird nie zurückgesetzt, pausiert oder beendet und läuft dabei in Echtzeit. Das Metaverse ist für alle da. Jeder kann teilhaben, es mit eigenen Inhalten und Erfahrungen prägen und diese auch kommerzialisieren. Dadurch werden Aktionen wie Shoppen, Arbeiten, Spielen und Freunde treffen in der neuen Realität möglich. Das Metaverse weist eine eigenständige und funktionierende Wirtschaft auf. Jeder kann dort Dinge besitzen und verkaufen, Geld investieren oder Belohnungen erhalten. Zu guter Letzt existiert eine Interoperabilität. Die einzelnen Systeme, Techniken und Organisationen des Metaverse arbeiten alle nahtlos zusammen. Einige große Unternehmen investieren und arbeiten bereits an der Realisierung des Metaverse. Am bekanntesten ist natürlich Meta Platforms, das frühere Facebook, das eine neue virtuelle Welt sowie den Besprechungsraum Horizon angekündigt hat. Doch auch das Softwareunternehmen Epic Games hat das Metaverse ausdrücklich zu seinem Ziel erklärt. Ein wichtiger Anreiz für diese Unternehmen ist das wirtschaftliche Potenzial des Metaverse. Schließlich würde es bisher ungekannte Reichweite und kommerzielle Möglichkeiten bieten. Die Umsetzung davon wird unzählige neue Technologien, Protokolle, Unternehmen, Innovationen und Entdeckungen erfordern, was den voraussichtlichen Start eines Lebens mit dem Metaverse noch undefinierbar macht. Jedoch sollte man nicht vergessen, dass vor ein paar Jahrzehnten unser heutiges Internet auch noch die reinste Fiktion gewesen ist. Was denkst du zum Metaverse? Lass es uns in den Kommentaren wissen.